Die wissenschaftliche Tagesschau heute, News für Gebildete, 15.04. die Abendtagesschau. Leider aus naturwissenschaftlicher Sicht ist es absolut tragisch. Alles geht weiter in Richtung Kurs auf Totalzerstörung Europas und Totalzerstörung Deutschlands. Voller Kurs sozusagen, ja. Die Politik reagiert immer, Politik reagiert kaum sozusagen. Leider regiert in Deutschland noch mehr als in zum Beispiel Österreich oder Dänemark immer noch der pharmazeutisch-medizinische Komplex und gibt die Linie vor, ja. All die Kritik der kleineren Sender, all die unzähligen Medizinprofessoren und Doktoren, die gesagt haben, so, da stimmt doch was nicht. Da ist doch zu viel pharmazeutische Industriemeinung dabei und Irrtümer dabei und so weiter, hat alles nichts gebracht. Ne? Es wird jetzt nur dann peinlich werden, wenn dann eben andere Länder mit mehr schnelleren Ausstiegsszenarien aus den Maßnahmen, wenn die jetzt dann keine Probleme bekommen, dann wird das ja irgendwann heißen, ja, das wird dann so ähnlich sein wie 2015, ja. Noch viel, jetzt 5 Jahre danach wird Frau Merkel immer noch vorgeworfen, diese Grenzöffnung damals, ja, und der Kontrollverlust und so weiter. Und jetzt genauso wird man auch 5 Jahre später dann Deutschland noch vorwerfen, wieso habt ihr 1:1 die Meinungsäußerung der pharmazeutischen Industrie und der zugehörigen Ärzte sozusagen, warum habt ihr die 1:1 übernommen ohne jegliche Kritikfähigkeit? Ne? Ja, also wie gesagt, jetzt wird die Frage kommen, ob es dann peinlich wird, wenn Dänemark und Österreich und so weiter und andere Länder, die jetzt einen schnellen Ausstieg aus den Maßnahmen machen, ja, wenn die dann gar keine Probleme bekommen, dann warum machen sozusagen, schädigen wir weiter die Wirtschaft? Aktiv beschwert haben sich also der Tourismus und die Wirtschaft über die Maßnahmen, ja, dass eben nicht alle Geschäfte wieder geöffnet werden. Und dann mit den Schulen druckst man auch rum. Dabei ist es richtig, hier diese gebrechlichen Menschen mit vielen Vorerkrankungen, natürlich müssen die geschützt werden. Aber Schweden und so weiter hat von Anfang an gesagt, liebe Menschen mit Vorerkrankungen, bleibt zu Hause und schützt euch. Ja? Und so hat man das Ganze in eine unendliche Geschichte verlangsamt, weil die Durchseuchung derer, die über den Virus lachen, ja, nicht schnell genug geschieht. Wir hätten schon längst erreichen können, dass wir sozusagen alle jungen Menschen dem Virus einmal begegnet sind und 3 Wochen später oder 2 Wochen später sind sie total immun gegen das Virus. Und dann wären auch die Älteren geschützt gewesen. Naja gut, also ich bin mal gespannt. Dann ist als zweites Thema heute Dr. Med. Rüdiger Dahlke gegen Dr. Markus Krall. Ja, das ist also, muss man nochmal gegenüberstellen, diese beiden. Ja? Dr. Markus Krall glaubt, Markt sei gut für uns. Und Dr. Med. Rüdiger Dahlke und ja auch Dr. Med. Karl Probst, ja, haben mit Entsetzen ja, stellen die fest durch ihre 40, 50 Jahre lange Mediziner-Lebenserfahrung, haben sie festgestellt, welch einen Horror der freie Markt mit unserem Gesundheitssystem angerichtet hat, in den letzten, generell angerichtet hat. Dahlke spricht ja sogar davon, dass der normale, durch den freien Markt und die freie soziale Marktwirtschaft geformte Arzt, ja der Normalarzt, ja ein Medizyniker ist, der sozusagen also eigentlich ja letztendlich lauter schädliche Sachen macht, ja.
Wir haben es ja auch in einer der letzten Sendungen, wurde ja berichtet über Dr. Med. Karl Probst, dass er eben, wie er beschreibt, wie eben unsere frei sozial-marktwirtschaftliche Variante der Schulmedizin alles zerstört und riesige Schäden bei den Menschen anrichtet. Dr. Med. Gerd Reuter hat sich ja ganz klar über den tödlichen Aspekt der modernen Medizin geäußert und so weiter. Und der Arzt Zimmermann, Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes, sagt das ja schon seit Jahren ganz deutlich und so weiter. Ja, die Medizin ist zu einer der größten Gefahren für unsere Gesundheit geworden, ja. Ja, also Rüdiger Dahlke berichtet auch zum Beispiel jetzt anlässlich Corona, weil es jetzt ja auch so viel Gewaltexzesse in Familien gibt und so weiter aufgrund des Shutdowns. Und dann erinnert er an die Verletzten, an Weihnachten, die er immer gesehen hat, wo also solche Familienfeste, wo die Leute gewalttätig werden, ja. Und da gibt es ja eben zwei mögliche Thesen, die man aus naturwissenschaftlicher Sicht anmerken muss, dass nämlich der Mensch gar nicht für die Monogamie konstruiert ist, eventuell. Und der zweite ist der, das zweite mögliche Grund ist, dass die freie soziale Marktwirtschaft eben auch eine systematische Aufhetzung zum Gegeneinander, zur Aggressivität, zum Schuldvorwurf an die anderen, zur Projektion, immer der andere ist schuld, niemals ich selber und so weiter. Das werde ich jetzt mal ganz kurz begründen. Wie gesagt, ich verweise auf über an 400 andere Videos und mehr und vier Homepages, wo alles genau erklärt wird. Ja, ganz kurz nur. Hier, dieser Händler sagt: Ja, ist toll, dass ihr in Kommunen lebt und so viel miteinander schmust und eben nicht so monogam verklemmt lebt und so weiter. Ganz toll und so weiter. Und der andere Händler sagt, irrt sich und sagt, nein, igitt, ist das eklig, sozusagen, dass ihr da so viel rumschmust. Nee, also wenn, dann dürft ihr nur ein Mann, eine Frau, sonst nichts, alles andere streng verboten und und ihr geht Homosexualität und Gruppensex und ach und eklig, widerlich und so weiter. So, und wer von den beiden wird wohl mehr Konsumgüter verkaufen? Derjenige, der den Leuten ihr Liebesglück lässt, oder der andere, der ihnen ihr Liebesglück ausredet und ihnen Angst davor macht und ihnen Angst davor macht, eklig zu sein und so weiter? Natürlich der, weil die Leute werden jetzt einen Endorphinmangel erleiden, weil sie sich nicht mehr geliebt fühlen und nicht mehr geliebt sind und den Körperkontakt, zu wenig Körperkontakt haben. Und schon kann er ihnen Ersatzbefriedigungsgüter kaufen und kann sie mit seinem denaturierten Ernährungsmüll füttern, sozusagen, auf dass sie Übergewicht, Diabetes und alle anderen Krankheiten später bekommen, ja? Das ist also das, diese erfahrenen Ärzte sehen das, was Dr. Markus Krall unfähig, inkompetent, er ist zu inkompetent, um zu sehen, welche Schäden die freie Marktwirtschaft eben hier zum Beispiel konkret im Ernährungsbereich, im Gesundheitswesen und so weiter anrichtet. Und diese erfahrenen Ärzte wie Dahlke und Probst, die sehen das natürlich, haben das ihr ganzes Leben lang gesehen, was diese freie soziale Marktwirtschaft, wie sie ein teuflisches Gesundheitssystem erzeugt hat. Und natürlich sind auch all diese Ärzte alle der Meinung, dass hier ja letztendlich der pharmazeutisch-medizinische industrielle Komplex gerade die Totalregentschaft über Deutschland, Europa und die Welt übernommen hat. Und jetzt wird sich nur zeigen, welche Staaten wehren sich schneller gegen diese Totalherrschaft und können sich davon schneller befreien.
und werden dann wirtschaftlich davonlaufen und Deutschland wird dann das Stiefkind sein und wird wirtschaftlich weiter, wir werden dann wirtschaftlich weiter absteigen, ja. Und dann kommt jetzt das Thema, ja, dann geht es weiter mit dem Thema, heißen Thema Flüchtlinge. Da kamen Flüchtlinge nach Deutschland, die wurden jetzt verhaftet als islamische Terrorzelle vom Islamischen Staat sozusagen. Ja, dann und im gleichen Atemzug wird genannt in der klassischen Tagesschau, dass sozusagen viele Flüchtlingskinder jetzt nach Europa kommen sollen, ja, und schon dabei sind zu kommen und so weiter. Ein Luxemburger sagt dann, ja, diese Kinder haben ja und diese Menschen haben ja alle auch ein Recht auf ein würdiges Leben, ja. Und dazu muss ich erst einmal sagen, erst einmal alle sozusagen, um erstmal aller möglichen unsachlichen Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, Naturwissenschaft bejaht eine Multikulti-Gesellschaft, aber die Multikulti-Gesellschaft soll aus den Hochqualifizierten anderer Länder bestehen, die wir herzlich zu uns einladen, uns ihr Können und ihre neuen Ideen mitzubringen, auf dass die deutsche und europäische Wirtschaft gestärkt werde. Und ja, Naturwissenschaft plädiert für die United States of Northern Europe, dass wir erstmal einen harten Kern kriegen und natürlich mit der Kernsprache Englisch, mit der neuen Sprache Englisch. Und dazu laden wir dann natürlich auch England und die Schweiz und so weiter ein, wieder zurückzukommen, die Engländer und so weiter. Also nichts hier mit Nationalismus. Also die Naturwissenschaft plädiert für Europa, für den Verlust der deutschen Sprache und die Aufgabe der deutschen Sprache zugunsten einer englischen Sprache und für die United States of Northern Europe. Und sie plädiert für ein Multikulti-Europa. Herzlich willkommen alle kompetenten Leute aus aller Welt, aus jedem Staat der Erde zu uns, denn kompetente Leute machen nie Ärger, die weigern sich nie, sich zu integrieren und assimilieren sich perfekt, ja? Und jetzt haben wir wieder das gesehen, was passiert, wenn wir Zuwanderung in diesem Bereich haben, dann sind dann plötzlich Terroristenbanden darunter. Und was ist jetzt, wenn sich entpuppen sollte, dass die Flüchtlingskinder, die jetzt aufgenommen werden, im Intelligenzquotientenbereich hier sind und also eine langfristige Schädigung der europäischen Volkswirtschaft darstellen werden. Ja? Denn wo wird mit den Kindern ein Intelligenztest gemacht, der feststellt, dass wir nach Europa hineinlassen nur Kinder aus diesem Bereich? Dagegen hätte kein Naturwissenschaftler was. Das wäre herzlich willkommen, ja? Denn wir müssen ja davon ausgehen kommen, dass diese Kinder Europa niemals wieder verlassen werden, ja? Und deswegen, wenn Sie vom Intelligenzquotienten hier angesiedelt sind, herzlich willkommen, Multikulti gerne. Aber im fähigen Bereich und nicht in dem integrationsverweigernden, inkompetenten Bereich sozusagen, wo dann am Ende noch Terrorzellen hier in Deutschland entstehen, wie heute berichtet gerade, ja? Ja, und wo ist das Problem? Ja, ich will es mal so sagen. Da ist ein pathologisches Gutmenschentum in Europa am Werke, ja, da in Luxemburg auch ganz besonders, ja. Denn denken Sie doch mal darüber nach. Vor ein paar Jahrhunderten noch haben wir alle möglichen Menschen umgebracht, haben die Afrikaner versklavt, nach USA geschifft und in die Plantagen als Sklaven gehabt und haben die nordamerikanischen Indianer abgeschlachtet, die Indios in Südamerika abgeschlachtet und so weiter. Ja? Und dass das wirklich nicht schön war, da sind wir uns ja alle einig. Ja?
Aber jetzt die Totalwende und jetzt zu sagen, nein, wir übergeben uns dem totalen Selbstlosigkeitsruin sozusagen und lassen jetzt Europa völlig kaputt gehen und nehmen jeden auf, egal, ganz egal, jeden auf, auch wenn er noch so niedrige Intelligenzquotienten hat und so niedrige berufliche Qualifikation hat, sodass er wie ein Mühlstein an der europäischen Wirtschaft hängen wird, lebenslang und mit allen Kindern, die vielleicht dann noch geboren werden und so weiter. Das ist, wir sehen doch auch jetzt gerade bei Corona, sehen wir doch, ist es doch selbstverständlich, dass jeder anständige Mensch sich einfach mit Rücksichtnahme auf die, die jetzt große Ängste haben, ganz klar an die Abstandsregel hält, immer Rücksicht nimmt, Abstand hält und in jeder Hinsicht Rücksicht hält, dass man auf den Wegen sich ausweicht und extrem nach rechts geht, während die Entgegenkommenden auch extrem nach rechts kommen. Idealerweise guckt man auch noch nach rechts, damit man nach rechts atmet und die Gegenseite, die entgegenkommt, guckt auch nach rechts. Aber wer hält sich nicht dran? Wer hält sich massenhaft nicht dran? Man hat so den Eindruck, dass ganz viele, die hier, ganz viele von der Multikulti-Gesellschaft aus dem gering gebildeten Bereich, sich überhaupt nicht für unsere Tagesschau oder heute Sendungen jetzt aus dem Öffentlich-Rechtlichen null interessieren, das völlig ignorieren und im Prinzip drauf scheißen, was jetzt gerade uns wichtig ist. Und solche Verhältnisse, das zerstört Europa, ja, und das zerstört auch den Zusammenhalt in Europa, ja. Und das ist und deswegen ist aus naturwissenschaftlicher Sicht nochmal zu sagen, Multikulti, ja, aber das ist gefährlich, ja. Und deswegen noch einmal ganz klar das Konzept. Natürlich muss Deutschland wegen der ganz besonderen Schuld, ja, wegen der gesamt ganz besonderen geschichtlichen Schuld, ja, muss Deutschland immer Weltspitze sein, wenn es um Asyl geht. Aber warum denn nicht, bitteschön, Asyllager direkt neben Syrien, ein Gelände pachten und dann Asylanlagen aufmachen? Keine Lager, sondern richtig schöne Asylanlagen. Wenn die UNO nicht richtig mitzieht und so weiter, dann macht das Deutschland alleine. Und niemand kommt mehr nach Deutschland, sondern alle kommen erstmal in die Asylanlagen und dann können die Hochqualifizierten einen Antrag, einen ganz normalen Einreiseantrag mit ihrer beruflichen Qualifikation stellen. Und dann machen wir gerne Multikulti in Deutschland, ja, mit den Hochqualifizierten, die da geflüchtet sind. Natürlich dürfen die Lager, müssen sozusagen für jeden, ja, der da seine Heimat aufgibt, muss es eben so sein, dass er, dass er gut aufgehoben ist, ja. Aber es darf natürlich nicht so paradiesisch sein, die Asylanlagen dürfen nicht so paradiesisch sein, dass das also jetzt die Leute da sagen, na, ich verbringe mein restliches Leben besser in einem solchen Asylanlage Deutschlands. Da habe ich einen viel höheren Lebensstandard als in meinem Heimatland. Also so weit darf es eben nicht gehen, ja? Denn dann hätten wir überall auf der Welt unendlich teure Flüchtlings- und Asylanlagen zu finanzieren, die dann also auch Deutschland wieder wirtschaftlich ruinieren würden, ja? Und wenn man dann sehen würde, ja, Deutschland hat die schönste Anlage und die anderen Länder die zweitschönste und drittschönste und viertschönste Anlage, dann ist doch allen geholfen und es ist alles in Butter. Und wenn man ideal wäre noch, dass wir einen UNO-Flüchtlingstopf haben, in den Deutschland dann pro Kopf mehr einzahlt, als zum Beispiel die USA-Bürger pro Kopf einzahlen oder die Franzosen pro Kopf einzahlen. Und dann ist wieder der besonderen geschichtlichen Schuld Deutschlands wieder Genüge getan und wir haben eine gute Lösung. Und so setzten wir uns nach wie vor der Gefahr des Terrorismus aus.
und so weiter. Das ist naturwissenschaftlich nicht verständlich und nicht akzeptabel. Ja? Ja, also insofern leider ganz tragische Nachrichten. Die völlige Zerstörung Europas sozusagen ist weiter auf Kurs. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sehr uns die anderen Staaten davonziehen werden. Ne? Also jetzt, wenn die ihre Alten schützen und ihre Gebre nicht die Alten, es sind ja die Kranken, die chronisch Kranken schützen. Ja, nicht Alte sind gefährdet, sondern die ganzen chronisch Kranken, die durch die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall ernährungsvergiftet sind, krank ernährt sind, fehlernährt sind und so weiter. Die müssen wir schützen und so weiter. Aber wir müssen doch nicht kleine Kinder, Schulkinder vor einem Virus schützen, das denen gar nichts macht und gegen das sie nach 3 Wochen so immun sind, dass sie die Oma und den Opa wieder besuchen können, ohne jegliche Gefahr. Ja? Also von daher, und ich habe es ja heute Mittag schon erwähnt, also die Zahlen von Streeck sprechen eigentlich auch dafür, dass, wie gesagt, die endgültige Beweisführung wäre dann, dass es sich um kein Killer-Virus handelt, wenn wir, ohne dass das Statistische Bundesamt zur Fälschung der Daten motiviert wird oder aufgefordert wird, wenn wir die Sterbezahlen 2020 und 2021, wenn wir die haben Ende 21 und dann durch 2 teilen, und dann mit den letzten 10 Jahren vergleichen diese Sterbezahlen. Und wenn da sich letztendlich gar nichts geändert hat, weil die Sterbefälle, die wir jetzt verhindert haben, für Milliarden von Euro und Wirtschaftsschädigung hoch 10, wenn die dann im nächsten Jahr, spätestens im nächsten Winter nachgeholt werden, dann haben wir nämlich null gewonnen. Dann haben wir gerade so ein paar Wochen, ein paar Monate Lebensverlängerung bewirkt und dafür den Preis gezahlt, dass wir die europäische und deutsche Wirtschaft einer Totalschwächung ausgesetzt haben. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob andere Staaten jetzt, wenn es gibt ja bestimmt irgendwo so eine Weltwirtschaftsrangliste, ja, dass wir sozusagen ja mit diesem vom Extrem, vom früher alle anderen Länder umgebracht, die im Indianer abgeschlachtet und jetzt sozusagen jetzt absolut selbstlos das Gegenteil zu machen, das ist wieder natürlich, also jetzt diese Kehrtwende. Nein, also wir Europäer, wir wollen gar nicht überleben. Wir wollen jetzt, also früher haben wir die ganze Welt ausgeplündert aktiv und umgebracht und so weiter. Und jetzt, nein, jetzt lassen wir uns alles gefallen und jetzt sind wir die Samariter der Erde und so weiter und so weiter. Und das ist ein Programm für den Selbstmord Europas. Und leider kann ich Ihnen keine bessere Nachricht sagen. Heute die Tagesschau, die klassische Tagesschau im Gegensatz zur wissenschaftlichen Tagesschau war heute also total deprimierend. Und aus wissenschaftlicher Sicht kann ich nur sagen, totales Selbstmordprogramm für Europa und Deutschland läuft auf vollsten Touren. Es ist der Horror. Tschüssi.